Herr Schütz, bis hierhin, was sind Impulse, Anregungen, die Sie bekommen haben durch die Vorträge der Petersberger Gespräche dieses Jahr? Also ich fand es außerordentlich interessant, weil es den Horizont erweitert. Wenn man sonst in seinem Hamsterrad drin ist und nur die Probleme hat, die man gerade lösen muss, denkt man nicht so über den Tellerrand hinaus. Was bei uns jetzt am relevantesten ist an Überschneidung, sind die IoT-Themen, die ich gerade im Vortrag gehört habe. Wir haben auch eine europaweite Logistikinfrastruktur, die ständig modernisiert werden muss. Und das ist schon erstaunlich, welche Perspektiven es da gibt. Gab es ein Highlight für Sie, was Sie rauspicken könnten? Jetzt im Sinne der Erkenntnisse? Ein Projekt raus. Das nicht, aber ich hätte nicht gedacht, dass das Momentum insgesamt in der Industrie, was die Durchdringung mit solchen Technologien und künstlicher Intelligenz schon so weit ist. Man hört immer von Statistiken, dass erst irgendwie 12% der Unternehmen tatsächlich Wert daraus generieren. Was ich heute gehört habe, spricht eigentlich eine andere Sprache. Haben Sie einen Denkpunkt, den Sie für Ihre Branche, die Pharmabranche, mitnehmen als Denkpunkt für die kommende Zeit aus diesen Petersberger Gesprächen? Ich glaube, wo wir drüber nachdenken müssen, ist dieses Thema interdisziplinär und Diversität und gemeinsam eher übergreifend Fragestellungen anzugehen. Das haben eigentlich alle Referenten rausgestrichen, dass es gerade bei diesen modernen Themen wichtig ist, da sind wir in unserem eigenen Angang noch viel mehr silomäßig unterwegs. Das ist sicher eine Anregung, die ich mitnehmen kann. Ganz herzlichen Dank.